Hi. Dieser Moment, wenn man wieder ein Video drehen möchte und keine Ahnung hat, wie man normalerweise anfängt. Hey Leute! Ich habe lange keine Videos mehr gemacht, beziehungsweise ich bin gerade irgendwie nicht so im Flow, weil ich wegen meinem Studium so viel zu tun habe und dann lese ich auch ganz viel und dann gucke ich natürlich auch ganz viele Serien, worum es dann hier in diesem Video auch geht. Und ja. Deswegen ziehe ich jetzt meine Nerdbrille an und los geht's. Okay, vielleicht doch nicht. Ich habe mir gedacht, ihr seid doch bestimmt hier auch auf meinem Kanal, weil ihr genauso gerne Serien und Filme und sowas guckt wie ich. Und dann habe ich mir gedacht, wir könnten ja einfach mal nach neuen Serien für mich gucken. Ich meine, das hätte ich nicht schon genug zu gucken. Ich habe übrigens wieder was Neues angefangen, und zwar How to Get Away with Murder. Und Cooper ist ja mal the best character ever. Jack Felly. Ich habe auch noch so viel nachzuholen, also bitte keine Spoiler zu irgendwas. Also ich bin jetzt gerade bei The 100. Staffelfinale und so habe ich geschafft und Shadowhunters bin ich auch auf dem neuesten Stand, aber Game of Thrones bin ich nicht auf dem neuesten Stand, Once Upon a Time nicht, Vampire Diaries nicht, ich schaffe es einfach nicht und trotzdem gucken wir uns heute mal so an, was man noch so alles gucken könnte. Und zwar habe ich mir gedacht, wir gucken uns heute einfach mal die 10 Most Popular TV Shows auf IMDb an. Die heißt einfach nur imdb.com und wenn jemals jemand irgendwen gegoogelt hat, weil zum Beispiel in irgendeinem Film der vorkommt oder einfach mal einen Trailer sehen wollte oder so, kommt man eigentlich immer direkt auf diese Seite. Und ich habe mir gedacht, wir gucken, wie gesagt, uns einfach mal die Most Popular Shows durch. Und ob wir die gucken oder ob ihr die guckt, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles, was wir auch anfangen könnten zu gucken. Let's go! Platz Nummer 10 ist The Walking Dead. Okay, wer kennt The Walking Dead nicht? Meine Mama ist der größte Fan. Hi Mama, du bist der größte Fan von Walking Dead, den ich kenne. Ich habe die Serie noch nicht angefangen. Ich habe aber viel The Walking Dead geguckt wegen Alicia Dedman Carey, die ja Lexa aus The 100 spielt. Die hat ja auch damit gespielt und da habe ich mir gedacht, oh ja, das muss ich mal gucken. Aber die Serie habe ich noch nicht geguckt. Ihr habt die bestimmt, die meisten kennen die Serie und die meisten haben sie auch geguckt und oder gucken sie immer noch, die ist ja noch nicht vorbei. Ich habe aber, wie viele Staffeln sind schon draußen? Einige, ne? Ich habe einfach nie so diesen Anschluss am Anfang daran gefunden und ich glaube, sie können aber ganz cool sein. Aber ich habe noch nicht angefangen. Achso, ich will auch immer noch gerne so kurz die Zusammenfassung durchlesen hier. Sheriff Deputy Rick Grimes leads a group of survivors in a world overrun by the walking dead, fighting the dead, fearing the living. Number 9 ist Supernatural. Okay. Okay, also Supernatural, da kenne ich mich ein bisschen mit aus. Also hier steht jetzt als Zusammenfassung. Zwei Brüder treten in die Fußstapfen ihres Vaters als Jäger und besiegen das Böse und das Übernatürliche, so wie Monster und Dämonen und alles mögliche an Göttern, die hier auf dieser Erde verweilen. Ich gucke diese Serie, seit sie in Amerika, ich glaube, bei der dritten Staffel angefangen hatte. Und dann habe ich die erste und zweite nachgeholt und dann kam die erste auf Deutsch hier in Deutschland raus. Ich liebe diese Serie, sie ist echt eine der tollsten Serien. Und leider ist das auch so eine Serie, die habe ich nach der 9. Staffel, habe ich sie aufgehört. Also die kann ich auch nicht anfangen zu gucken, weil die kenne ich schon. Auf Platz 8 der Most Popular Shows ist Vikings. Von Vikings habe ich schon gehört. Aber ich habe es auch nicht angefangen, weil es mich bisher noch nicht so angesprochen hat. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht genau, worum es geht. Ich folge einer YouTuberin, die mal so Frisuren von Vikings nachgemacht hat. Also da stand so im Titel Vikings und das sah richtig gut aus. Und die hat auch richtig viele Aufrufe auf dieses Video gekriegt. Aber ich weiß gar nicht, worum es geht. Okay, was steht da als Zusammenfassung? Man folgt anscheinend so einem Ragnar Lothbrok, der ja der erste Viking war. Und man folgt dem sein Abenteuer. Ja, es ist irgendwie so, guckt ihr das? Guckt ihr Vikings? Ich weiß nicht, es hat mich noch nicht so angesprochen. Aber ich glaube, weil ich auch irgendwie denke, dass das so eine altertümliche Serie ist und ich gucke im Moment gerne so dieses Fantasy-artiges, so Shadowhunters oder wie gesagt, How to Get Away with Murder, super cool. I love it. Aber Vikings? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, guckt ihr das? Sagt mir mal, wie ihr es findet oder schreibt mir mal, wenn ihr die Serie besser kennt als ich jetzt durch diese Einsatzzusammenfassung, worum es überhaupt in der Serie geht und warum man die gucken sollte. Das ist eigentlich eine gute Aufgabe. Wenn ihr eine richtig gute Serie habt, die jetzt zum Beispiel mit dabei ist, schreibt mal in die Kommentare, warum man diese Serie gucken müsste, also warum sie euch so gut gefällt. Auf Platz Nummer 7 ist Arrow. Und Arrow kommt auch schon ziemlich oft, glaube ich, im Fernsehen. Ich glaube, ich sehe das immer. Ich sehe immer so einen Pfeil, aber vielleicht ist das auch Hunger Games. Und da geht es um Oliver Queen, ein ziemlich hochnäsiger
Billionär-Playboy und ist dann verloren gegangen auf See. Und 5 Jahre später kommt er wieder und ist ein Superheld mit einem Bow, mit einem Pfeil und Bogen. Ist das eine korrekte Zusammenfassung von Arrow? Ja doch, das ist doch dieser Kerl mit dieser Hoodie, ne? Ja. Aber ich hab's noch nicht geguckt. Aber ich kenn's auf jeden Fall. Also Most Popular Show, ich kenn's auf jeden Fall. Also Platz Nummer 7. Katie Cassidy spielt damit. Ruby und wie heißt sie nochmal bei Harpers Island? Ich weiß es nicht mehr. Trish? Patricia? Aber Trish. Ne? Ja. Katie Cassidy, ja. Dann vielleicht, gucke ich das vielleicht doch mal irgendwann. Platz Nummer 6 ist Person of Interest. Habe ich auch schon von gehört, aber da habe ich echt gar keine Ahnung, worum es geht. Habe ich noch nie irgendwie in einem, irgendwo gesehen. Also die retten Leben durch künstliche Intelligenz und dadurch finden die die Identitäten von Bürgern, die in so Crimes dann halt involviert sind. Ich möchte mich hier auch nochmal entschuldigen, falls ich eine Serie irgendwie nicht so gut wiedergeben kann, weil ich sie nicht kenne. Aber deswegen habe ich ja euch, ich wette, mindestens einer von euch guckt Person of Interest und dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Nummer 5 ist The Flash. The Flash kommt auch, glaube ich, auf ProSieben oder so. Kommt auch immer im Fernsehen so, The Flash. Und ich kriege auch ganz oft Twitter-Benachrichtigungen darüber, ob ich die Serie gucke. Oh, jetzt kommt aber Sun. Barry Allen wakes up 9 months after he was struck by lightning and discovered that the bolt gave him the power of super speed. With his new team and powers, Barry becomes The Flash and fights crime in Central City. Dass er jetzt halt einfach super schnell ist durch so einen Blitz und das Böse bekämpft und seine Stadt rettet. In der Werbung sehe ich immer, dass der gegen so einen anderen so ganz schnell läuft und der andere spielt bei Scrubs den Bruder von JD. That's why I know him. Aber sonst habe ich auch noch nicht so. Aber kenne ich. Ich weiß halt nicht, was da jetzt genau most popular bedeutet, ob das die meisten Leute sehen oder die meisten Leute kennen oder die meisten Leute vielleicht angeklickt haben auf IMDb. Aber jo, ich kenne es auf jeden Fall. Platz Nummer 4 ist Preacher. Und da habe ich so gut wie nichts drüber gehört, aber das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass sie echt gut sein soll. Von, wer hat das denn geschrieben? Irgendwie auf Twitter. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wer hat das denn geschrieben? Nina Kuchera vielleicht? Ich glaube schon. After a supernatural event at his church, a preacher enlists the help of a vampire to find God. That escalated quickly. What? Also nach einem übernatürlichen Event in der Kirche entscheidet sich ein Preacher dazu, die Hilfe eines Vampirs in Anspruch zu nehmen und Gott zu finden. Kann man mal machen, wenn einem langweilig ist. Es ist Adventure, Drama, Fantasy und Mystery. Also wenn das nicht die 4 Sachen sind, die eigentlich perfekt zu mir passen, also zu den Serien, die ich gerne gucke, ich überlege. Aber ich habe es zumindest von gehört. Auf Platz Nummer 3 ist Peaky Blinders. Habe ich noch nie von gehört. Peaky Blinders? Noch nie? Den Namen habe ich noch nie gehört. 1919 in Birmingham, England. Und es geht um eine Gang. Habe ich mir fast gedacht. Bei dem Titel Gangs of Birmingham. Und Tommy Shelby will groß und mächtig werden. Habe ich mir jetzt so daraus gelesen. Ich habe noch nie von gehört. Noch kein bisschen. Kein, ob das irgendwie gut ist oder ob das schlecht ist, habe ich einfach noch nie von gehört. Ich bin anscheinend zu wenig auf Tumblr unterwegs. Platz Nummer 2 ist Bloodline. Und Bloodline habe ich auch schon mal von gehört, aber nicht geguckt. Aber worum geht es? A family of adult siblings find their past secrets and scars are revealed when their black sheep of a brother turns home. Black sheep of a brother turns home klingt verdächtig nach Damon Salvatore. Es geht anscheinend darum, dass die Vergangenheit und die Geheimnisse, die so erwachsene Geschwister hatten, auf einmal offengelegt werden, wenn der schwarze Schaf der Familie, der Bruder, auftaucht. Das klingt eigentlich ganz cool. Bloodline. Ich dachte, das hätte was mit Vampiren zu tun. Ich habe nur Blood gesehen und Bloodline ist für mich so Vampire. Anscheinend ist es nur ein Drama-Thriller. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre noch Fantasy mit dabei. Aber es klingt irgendwie ganz cool. 2015 ist anscheinend noch ziemlich neu. Und das bedeutet ja, dass es noch nicht so weit ist von den Staffeln her. Und ich könnte theoretisch noch aufholen. Bei so Serien, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Walking Dead anfangen würde, das würde schon was länger dauern. Bloodline könnte ich vielleicht noch auf den neuesten Stand kommen. Wenn ich nie wieder schlafe. Traumwirbel. Platz Nummer 1, was glaubt ihr? Ich glaube, wir wissen es irgendwie alle.
was so eine der most popular Shows irgendwie im Moment ist, ist einfach Game of Thrones. Das Lied von Eis und Feuer. Worum geht es? Ich frage mich jetzt mal, was hier steht, worum es da geht. Als ein Bürgerkrieg zwischen den ganzen noblen Familien in Westeros ausbricht, versuchen die Kinder der ehemaligen Rulers of the Land die Power wieder an sich zu reißen. Und währenddessen kommt eine fast vergessene Rasse aus dem Norden und möchte alles zerstören. Wie ich gesagt habe, bitte spoilert mich nicht, wobei ich schon so viel gespoilert wurde. Ich meine, okay, wenn eine Sache passiert bei Game of Thrones und du möchtest nicht gespoilert werden, dann darfst du auch nicht mehr rausgehen, dann darfst du nicht mehr mit irgendwem sprechen, dann darfst du nicht mehr auf Twitter gehen, nicht mehr auf Facebook, darfst du nirgendwo mehr hingehen, weil überall sind Bilder. Aber ja, kenne ich, habe ich geguckt, finde ich auch sehr cool, habe das erste Buch hier, bin nicht weit gekommen, aber habe es zumindest in meinem Buchregal stehen. Und jetzt könnt ihr mir noch gerne schreiben, was ihr findet, was eigentlich noch mit in diese Liste rein müsste. Oder halt zum Beispiel Serien, die jetzt gar nicht da drauf waren, warum man die unbedingt gucken sollte. Und dann einfach mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn ich euch hier zu wenig bin, könnt ihr gerne mal auf meinem Snapchat vorbeigucken, denn da poste ich in letzter Zeit auch ziemlich viel und ich habe das noch nie so öffentlich gesagt, aber ich habe auch Snapchat AlwaysXCaro und ich habe auch Instagram AlwaysXCaro und Twitter AlwaysXCaro und basically everywhere AlwaysXCaro und ja. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und wenn ja, würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video, was hoffentlich nicht ganz so in weiter Zukunft liegt, sondern ein bisschen näher. Okay, bye!